Aber dieses Schlachtfeld wird sich gleich in eine Märchenlandschaft verwandeln. Ich empfange jetzt eigentlich unser größtes Volumen an Bühnenpersonen, die jetzt gleich hier raufkommen werden. Wir werden uns nicht steigern, maximal, ich glaube, es sind 6 oder 8. Ich begrüße hier auf der Bühne Helga und Wolfram mit der Prinzenrolle. Helga, Wolfram, hip, hip, hip. Und da kommt noch einiges hin dazu. Ich glaube, sie brauchen 2 Mikrofone, mehr nicht. Aber eine große, breite Bühne. Wunderschöne Kostüme. Alexa, Tina, ihr kriegt feuchte Augen. Das alles von einem Profi geschneidert, mehr weiß ich nicht. Vor euch steht die Prinzenrolle und die wird sie jetzt in ein kleines Märchenland hinüberwechseln. Meine Damen und Herren, die Prinzenrolle mit Helga und Wolfram. Ich werde mir einen Ritter auswählen, aber es muss der schönste sein von allen. Viel Prinzen und Grafen kamen von fernen Landen, ihr den Hof zu machen. Mein Mädchen. Mein Prinz. Ein Land vor langer Zeit. Dort war ein König sehr bekannt. In seinem Schlaf. Reich werden und Macht haben. Prinz und Prinzessin im Schloss leben hoch im Königreich. Sie sind klug und schön zugleich. Mädchen wunderschön mit einer Haut ganz weiß wie Schnee. Die blauen Augen wie ein See. Erzählt man war die Tochter Prinzessin, was sie genannt. Ich will schön sein, ich will schön sein. Prinz und Prinzessin. Das war die Startnummer 6 mit Helga und Wolfram, Entschuldigung. Text, Komposition Helga Pogacar, Arrangement Helga Pogacar und Volker Gisek.
Vielen Dank, Start Nummer 6. Start Nummer 6, das führt uns zweifelsohne zur Start Nummer 7.